Ja, ich zeige jetzt hier wieder mal ein kleines Video mit lauter Bildern, die von der künstlichen Intelligenz erstellt worden sind. Ich habe eine kleine Aufforderung eingegeben per Text und dadurch wurden die Bilder erstellt, oftmals in abstrakter Kunst. Hier sehen wir Bilder vom Schloss Schwanstein. In abstrakter Kunstarbeit. Manchmal sind auch Bilder dabei, die realistisch sind. Die Dresdner Frauenkirche in ein paar Bildern. Ich habe die Anzeige der Bilder extra etwas länger gewählt, damit man in aller Ruhe sich die Bilder anschauen kann. Nun kommen ein paar Bilder, ein paar Gemälde, abstrakte Gemälde vom Berliner Dom. Ja, nun haben wir hier mal ein paar abstrakte Bilder von der Kreideküste bei Rügen. Das habe ich jedenfalls eingegeben. Das kommt der Sache sehr nahe, ja? In der Morgendämmerung, wir sehen die aufgehende Sonne. Ja, jetzt kommen die Bilder vom Neuen Palais in Potsdam. Das ist ein großes Prunkschloss von dem alten Fritz. Der hat ja auch in Potsdam sein Sommerschloss gehabt, das Schloss Sanssouci. Dies hier ist das sogenannte Neue Palais. So könnte es vielleicht
früher einmal ausgesehen haben. Hat mit dem gegenwärtigen Aussehen nur sehr wenig zu tun. Das hier kommt schon ein wenig näher. Ja, das ist auch ein bisschen näher dran. Die große Kuppel gibt es heute nicht mehr. So, jetzt kommen wir zu Bildern. Habe ich eingegeben, Sie möchten mir Bilder malen von der Sächsischen Schweiz und vor allen Dingen von der Basteibrücke. Hier ist das gut zu sehen. Auch diese Bilder sind ziemlich realistisch. Im Hintergrund die beiden Berge Königstein und Lilienstein. Ja, nun wechseln wir wieder das Thema. Nun kommen wir nach Venedig. Hier haben wir die Rialto-Brücke und wir sehen mehrere Bilder von der Rialto-Brücke. Die ist immer sehr, sehr stark besucht und man konnte kaum über die Brücke kommen. Das sieht man hier auch auf den Bildern, ist hier auch dargestellt. Hier nun wieder ein paar Bilder vom Brandenburger Tor, halbrealistisch. Das sind wirklich, haben viel Ähnlichkeit mit dem Brandenburger Tor, sind aber doch gemalte Bilder. So, das ist ein Bild von den sogenannten Schlössern an der Saale, die sieben gleichen. Hier, das soll nun Goethe sein. Ich habe eingegeben, man soll mir ein Bild von Goethe malen, dann hat man das erstellt. Ja, nun sind wir in London. Kennt ihr jeder, den Big Ben. Sehr abstrakte Bilder. Das ist ein stilisiertes Denkmal auf einer Anhöhe bei Rüdesheim am Rhein.